Hallo und willkommen hier zurück bei Formel 1. Totaler Stress in der letzten Folge. Wir haben es noch in Q3 geschafft. Wir sind jetzt auf dem fünften Platz und starten in die Q3 jetzt wieder unter Regenbedingungen. Also richtiger Stress jetzt hier. Ich bin gespannt. Fest steht, wir sind in den Top 10. Und wie das jetzt ausgeht, das werden wir jetzt sehen. Denn wir gucken jetzt, dass wir bei diesen die Bedingungen Regenreifen draufziehen. Da es morgen nicht regnet, wir gucken uns das nochmal an. Aber morgen soll es nicht regnen, von daher können wir die neuen Regenreifen nehmen, also mit 100% noch. Die mit 86 und 33% würden auch noch gehen, aber wir nehmen die ganz neuen und fahren direkt raus. Ist am besten. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. So. Jetzt fahren die ganzen Autos raus. Es fahren einige raus, wie man gerade sieht. So, ab geht die Lutz 7. Jetzt geht's ab. Ich bin echt mal gespannt. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Warum steht denn da jetzt Grenze 16? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Naja, soll mir jetzt erstmal egal sein. Wir hoffen jetzt, dass wir wirklich eine gute Platzierung kriegen. Weil der Start wird morgen und das Rennen morgen dann auch höchstwahrscheinlich unter Normalbedingungen, sprich kein Regen sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich finde, der Regen hat ein bisschen abgenommen. Hier in Q3. Der war vorhin in Q2 noch heftiger, finde ich. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. So, jetzt geht es gleich auf die Start- und Zielgerade und dann. Ach, mein Ziel war besser wie 16. oder besser wie 16. werden. Aber es ist schon ein bisschen verwirrend. Naja. So. Jetzt geht's in die erste bezeichnete Runde hier in Q3. Schalten wieder auf Hinterbremsen. Das hat ja ganz gut geholfen in der letzten, im letzten Durchgang, im zweiten Qualifying. Weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, aber das hat auf jeden Fall geholfen. Mann, war das in der letzten Folge eine Aufregung? Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Was ein Stress. Totale Panik zum Ende hin. Ob wir es wirklich nur in Q3 schaffen oder nicht, aber haben es ja noch geschafft. Rosberg mit 1,53 der schnellste. Hamilton 1,52 schnellster. Und
was fahre ich jetzt hier in der ersten gezeichneten Runde? Ach, keine gute Zeit. Noch 5 Minuten. Aber auch wenn wir vom 10. Platz starten, ist völlig egal. Es war wirklich erfolgreich hier, weil man muss sich vorstellen, ich bin jetzt hier mit Lenkrad noch nie gefahren, weil das Lenkrad habe ich erst seit Weihnachten und das, die Strecke an sich habe ich erst letztes Mal vor einem Jahr oder so gespielt. Und ja, dafür finde ich, läuft es schon ganz gut. Und auch halt unter den Regenbedingungen hier und so. Und auch jetzt nicht im stärksten Team. Das ist ja hier Force India, das ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Team. Das ist zwar besser wie, was weiß ich, Caterham oder Marussia oder so, aber ja. Also die Strecke verbessert sich hier. Es bringt jetzt auch nichts mehr reinzukommen. Ein 52 Topzeit von Alonso. Ich fahre rein. Das wird jetzt zwar, glaube ich, ein bisschen. Aber ich versuche das. Aber ich muss mich beeilen. Das auf jeden Fall. Also keine Zeit verlieren jetzt hier. Ganz schnell. Na, eigentlich bringt das gar nichts. Weil Reifen, ich weiß nicht, welche am besten sind. Ich nehme jetzt Intermediate. Jetzt ist mir jetzt egal, auf die Strecke rausfahren. Die Strecke ist im Moment an verschiedenen Stellen feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss direkt Gas geben. Ich habe eine Runde Zeit, das ist jetzt die Einführungsrunde. Ich habe dann eine Runde Zeit. Boah, das wird jetzt verdammt. Achte auf die weiße Linie, riskier keine Strafe. Das schaffe. Aber auch wenn es so ist, 10. ist vollkommen okay. Noch
aber dann habe ich eine Chance noch, um nochmal mich zu verbessern. Die Strecke trocknet halt ab, von daher sind die Intermediates schon verdammt gut. So. Die Zeit ist um, aber diese Runde gilt noch. Kampflinie. Also jetzt liegt es wirklich hier an dieser Runde, ob ich mich nochmal verbessere oder nicht. Wenn ich das nicht tue, wäre das nicht schlimm. Aber wenn ich das mache, wäre das natürlich wahnsinnig gut. 1:49 ist mal die schnellste Runde von Nico Rosberg. Und es ist unglaublich. Ich habe fast die Pole Position. Platz 2. Ich habe fast die Pole Position. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hätte ich nie geglaubt. Unter Regenbedingungen. Wirklich richtige, heftige Regenbedingungen habe ich das hier wirklich noch geschafft. Und ja, wir machen mal fortsetzen. Mal gucken, was kommt. Ja. Der Youngster hier auf Platz 2. Echt Wahnsinn. So, das ist jetzt der Renntag, glaube ich. Das müsste jetzt... Die richtige Strategie kann den entscheidenden Unterschied machen. Hier erhältst du Informationen zur Spritmenge in deinem Auto, zu den verbleibenden Reifensätzen und deren aktuellem Zustand. Ich labern, ich weiß. Außerdem kannst du hier die Reifenstrategie vor dem Rennen ändern. Ich würde sagen, wir fahren eine 2-Stopp-Strategie. Boxenstopp entfernen. Ja, dann tun wir noch einen hinzufügen. Ich glaube, es sind 12 Runden, die ich fahre. Normal. Okay. Also, das Wetter ist wirklich 0%, also trocken. Ich starte von der 2, also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich gucke mir mal das Klassement an. Rosberg,
ich, Webber, bei Vettel auf der 6, ziemlich schlecht. Naja. Okay, also das war's jetzt erstmal hier. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wo dann das Rennen startet. Hier der große Preis von Malaysia, hier in Kuala Lumpur. Und ja, da geht es dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und genug Adrenalin hier, weil das war ja wirklich ziemlich aufregend gerade zum Ende hin. Aber das ist halt Formel 1. Also, bis zum nächsten Mal und bis dann.